Heute gibt es mit den Glenkeith einen herrlichen Sommerwhisky im Video. Viel Spaß! Gerade noch mal Glück gehabt, der Regen hat sich verzogen. Heute geht es um Sommerwhiskys, deswegen sitze ich einfach draußen und es ist wirklich warm. Wir haben deutlich über 30 Grad heute. Und wenn man da einen Whisky trinken will, dann könnte es durchaus dieser hier sein. Glenkeith Distillery Edition. Kurz über den Whisky. 40% gefärbt. Oak Casks, Traditional Oak Casks, keine Altersangabe, in einer relativ schlichten Umverpackung. Es ist die erste Originalabfüllung von Glenkeith in einer ganzen Weile. Es gab vielleicht noch sowas wie Distillery Reserve Collection, glaube ich, aber Glenkeith selbst bringt sehr, sehr wenig auf den Markt. Jetzt haben wir hier einen Whisky, der ist wahrscheinlich kühl gefiltert. Ich würde tippen bei der Farbe, dass er gefärbt ist. Der hat diesen leichten Orange Glow, der das eigentlich immer ganz gut verrät. Aber trotzdem werde ich euch heute erklären, warum das ein richtig super Sommerwhisky ist. Jetzt aber mal kurz rüber zu Malte am Badesee. Der erzählt euch was über die Brennerei. Zu Glenkeith als Brennerei an sich. Die Brennerei ist eine der jüngeren der schottischen Geschichte. Zumindest war sie das ganz lange vor dem, ich sag mal, aktuellen Bauboom. Die Brennerei wurde 1958 gegründet und war so eine Art, ja, Testbrennerei. Es gab 3 Brennblasen zunächst, das wurde später auf 6 erweitert. Und es wurde ein rauchiger Whisky hergestellt, der mit rauchigem, getorftem Wasser produziert wurde. Zumindest habe ich das gefunden. Der wurde abgefüllt unter dem Namen, und ich sage jetzt mal, wie es geschrieben wird, Glen Isla. Es gibt da einen Fluss, der wird ISLA geschrieben. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie der ausgesprochen wird. Vielleicht auch Glen Isla. Und wenn man sich anguckt, wie die Brennerei liegt, dann sieht man, sie liegt direkt auf der anderen Seite von Strathisla. Und die Brennereien sind auch heute miteinander verbunden. Wenn ich mich nicht irre, werden die Strathisla Abfüllungen bei Glenkeith aus den Fässern geholt und gebottelt. Die Brennerei Glenkeith selbst hat mittlerweile 6 Brennblasen und war auch stillgelegt. Erst 2013 wird dort wieder produziert, gehört aktuell zu Pernod Ricard. Es gibt keine Einzelabfüllung oder Brennereiabfüllung eigentlich so wirklich von Glenkeith, bis jetzt die neue Distillery Edition rauskam. Es gibt ein paar Abfüllungen aus dieser Distillery Reserve Collection, ja, also so eine Art Distillery Only Bottling, aber es gibt sonst nichts weiter von der Brennerei. Ich persönlich finde die Brennerei großartig für ihre Ex-Bourbon-Reifung und freue mich sehr, heute diese Distillery Edition probieren zu können. Vielen Dank, Malte. Hier sind wir wieder mit unserem Glenkeith und jetzt geht's mal um die harten Fakten hier. Und direkt, wenn man an dem Whisky riecht, hat man Sommer im Glas, das weiß man. Apfel, helle Frucht, Pfirsich, richtig schön angenehm, einfach, ja, fruchtig, leicht. Und die 40% mögen jetzt vielleicht viele sagen, ja, ist schwierig, was soll das? Finde ich aber für einen Whisky, wenn es 30 Grad hat, sehr angenehm. Da will ich gar nicht mehr haben. Da finde ich das gut. Und ob jetzt Farbstoff drin ist oder nicht, das ist mir dann auch relativ egal. Also wir haben hier den Apfel. Der Alkohol ist nicht sonderlich spürbar. Ein bisschen eine leichte Würze. So was Mandariniges, Orange, eine süße Zitrusfrucht und ein bisschen zuckrig. Also alles in allem einfach eine schöne, runde Sache. Das bringt mir zumindest Spaß. Ich habe den in Dresden bei Whisky und Genuss Dresden gekauft. Da kann man die Flaschen probieren für 10% des Flaschenpreises.
was ich hier sehr fair fand, 4 Euro zu probieren. Und da hatten wir, glaube ich, 36, 37 Grad. Und ich bin ja einfach ein bekennender Glenkeith-Fan. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt ist die Zeit gekommen, ihn mal zu probieren. Und da war das auch wirklich einfach ein perfekter Urlaubs-Sommer-Whisky. Habe ich direkt eine Flasche gekauft. Und im Gegensatz zu, wie es ja manchmal ist bei so Sommer-Urlaubsgeschichten, ich habe es nicht bereut. Und deswegen probieren wir ihn jetzt. Auf euch. Schön, dass ihr mit dabei seid. Sanjo. Das ist easy drinking, so wie ich es mag. Mild, leicht, so eine Süße drin, eine Blumigkeit, diesen Apfel, ein bisschen Zitrusaromatik, für mich am ehesten eine Mandarine, Clementine, sowas in die Richtung. Vielleicht ein ganz bisschen eine helle Rosine. Oder so. Das sind keine Sultaninen, wie heißen die denn? Ihr wisst, was ich meine. Aber das ist einfach leicht, gut trinkbar und trotzdem hat er ein schönes Volumen. Also das bringt schon Spaß. So, das ist jetzt nicht super dünn, super langweilig, super irgendwie 40% zu Tode kühl gefiltert. Der hat überhaupt nichts mehr zu bieten, sondern der hat was zu bieten. Man kann den wirklich schön genießen. Der hat auch einen vorhandenen Abgang. Der ist nicht sofort weg. Da bleibt eine leichte Eichenwürze. So angenehm, irgendwie ja, so leicht kakaoig, leicht röstig. Und das ist einfach eine gute Komposition. Klar hätte der mit 46% vielleicht noch mehr gekonnt. Und der wird nicht irre alt sein, aber ich glaube, ganz jung ist er auch nicht. Also der ist jetzt nicht 4, 5 Jahre alt. Ansonsten hätten sie ihn sehr rund hinbekommen. Ich würde schon sagen, wahrscheinlich sind da Anteile drin mit 10 oder 12 Jahren. Ich muss mal kurz überlegen, das kann ja gar nicht sein. Das kann gar nicht sein, wenn die 2013 erst wieder aufgemacht haben. Na gut, dann wird es vielleicht 9 Jahre sein. Und vielleicht ein fast was Älteres drin. Wer weiß, ist bei dem Preis unwahrscheinlich. Aber selbst wenn er 8 Jahre hat, wenn er 9 Jahre hat, dann ist das einfach gut abgemischt. Ja, eine runde Geschichte und das bringt mir richtig Spaß. So, den kann ich mir hier am Abend hinstellen, 2, 3 Stunden hier sitzen, was lesen, keine Ahnung, irgendwas machen. Zum Beispiel im Kater zu gucken, der da vorne Quatsch macht, irgendwie mich ablenkt. Und dann trinkt man ein Glas, schenkt man sich vielleicht noch ein Glas ein und hat einfach, genießt das einfach. Ist einfach schön. So, also das ist richtig ein feiner, schöner Sommerwhisky. So, auf den Punkt gebracht. Deswegen trinke ich jetzt auch noch einen Schluck. Ja, diese Süße zusammen mit so einer ganz leichten Eiche. Zitrusaromatik. Nicht sauer, sondern wirklich erfrischend. Ist wirklich ein erfrischender Whisky. Und ganz ehrlich, ich habe überlegt, ob ich es ins Video wirklich mit einbaue. Ich lasse es jetzt. Den kann man super auf Eis in einem Longdrink trinken. Also von dem 4CL Ginger Ale Eis. Super Nummer für den Sommer. Wirklich kann man machen. Noch dazu online 35 Euro. Das ist gut, das gefällt mir. Wenn es euch auch gefallen hat, Abo, ihr kennt den ganzen Quatsch. Beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Habt immer einen schönen Glenkeith im Glas. Bis zum nächsten Mal. Ciao.